16. Bitte schön. So, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Christine Furtenbacher, ich bin 34 Jahre alt, ich lebe mit meiner Familie hier in Chemnitz und ich arbeite hauptamtlich im Büro von Volkmar hier im Regionalbüro in Chemnitz auf dem Brühl. Und meine Freizeit verbringe ich in den letzten 5 Jahren vor allem damit, grüne Politik hier im Chemnitzer Stadtrat zu machen. Das ganz kurz zu meiner Person. Ich möchte 2 Themen kurz einbringen, die mich in meiner politischen Arbeit besonders antreiben. Und zwar zum einen das Thema globale Gerechtigkeit. Das ist mir schon aus meiner Studienzeit ein Herzensthema und deswegen war es mir auch eine Herzensangelegenheit, hier in Chemnitz die Bewerbung der Stadt als Fairtrade Town voranzubringen. Die ist auf dem Weg, die ist eingereicht und natürlich wissen wir alle, dass solche Auszeichnungen nicht ausreichen. Es braucht eben endlich faire Vergaberegeln, ein faires Beschaffungswesen für die Kommunen und der Freistaat muss dafür die Voraussetzungen schaffen und endlich ein, deswegen dürfen wir nicht locker lassen, dass hier endlich ein faires sächsisches Vergaberecht in diesem Freistaat vorgelegt wird. Mein 2. Herzensthema ist das Thema Gleichstellungspolitik. Dazu wurde heute schon ganz viel von den vielen tollen Frauen gesagt. Für mich, weil wir Grüne eben die Einzigen sind, die bei diesem Thema ganz konsequent vorangehen, das zeigen wir mit unseren Listen in den Kommunen, das zeigen wir hier mit unserer starken Landesliste. Aus diesem Grund vor allem möchte ich mich eben auch für unsere Liste bewerben und würde mich über eure Unterstützung freuen. Vielen Dank, Christine. Wir gucken mal, ob Fragen eingeworfen worden sind.